Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es wieder um Sea of Thieves. Genauer gesagt geht es heute um zwei Themen. Das erste ist das geplante Todesupdate und im zweiten Teil geht es um ein Patch des Spiels. Der Tod wird weiterhin kostenlos bleiben. In meinem vorletzten Video habe ich ja darüber geredet, dass es ein Update geben soll, wo dann der Tod etwas kosten wird. Je nachdem, wie vermeidbar er gewesen war, sind die Preise dann unterschiedlich hoch. Allerdings gab es zu viele negative Stimmen, die Community wollte das nicht und im Forum wurde das fleißig diskutiert. Jetzt haben die Entwickler sich gestern auf Twitter geäußert und verkündet, dass dieses Update nicht kommen wird. Die Entwickler zeigen somit mal wieder, dass sie tatsächlich sehr stark auf die Community hören und nicht einfach ein Feature reinbringen werden, das ihnen nicht gefällt. Also braucht ihr keine Angst haben, sterben bleibt weiterhin kostenlos. In dem neuesten Video der Entwickler ging es um ein Update des Spiels. In diesem gingen sie im Großen und Ganzen erstmal auf die ganzen Probleme ein, die die Spieler jetzt in der ersten Woche gehabt haben. Und die größten Schwierigkeiten, die die Spieler hatten, waren dabei, dass Belohnungen einfach viel zu spät angezeigt wurden, dass die Xbox-Errungenschaften ebenfalls nicht angezeigt wurden, dass Spieler während der Peak-Time nicht ins Spiel gekommen sind, also zu der Zeit, wo die meisten Leute spielen, und dass manche Charaktere einige Details nicht zeigen. Für all diese Probleme wird es ein Full-Game-Update geben. Das bedeutet, dass ihr euch das Spiel nochmal komplett erneut runterladen müsst. Dieses Update ist jetzt auch schon draußen, also ich rate euch, ladet euch es jetzt direkt runter, dann habt ihr es direkt drauf. Die Entwickler haben sich bewusst dafür entschieden, dass sie das Spiel im Ganzen patchen und nicht nur einzelne Dateien, da sie sagen, dass es so einfach wesentlich stabiler läuft, als würde man immer nur einzelne Teile fixen. Also anstatt nur eine Wand eines Hauses zu renovieren, bauen sie quasi direkt ein ganzes Haus. Solltet ihr euch später in Sea of Thieves einloggen, so sollten all eure Xbox-Errungenschaften nachträglich erscheinen. Also, alles was ihr in den letzten Tagen gemacht habt, ist nicht verloren, sondern wurde schon in den Achievements gespeichert, ist nur nicht aktiviert und deswegen, wenn ihr das nächste Mal reingeht in das Spiel, wird alles so nach und nach aufploppen. Weiterhin haben die Entwickler gesagt, dass sie sehr wohl wissen, dass einigen Leuten das Spiel sehr gut gefällt und andere meinen, hey, das ist viel zu wenig Content, da muss auch einiges mehr kommen. Die Entwickler möchten jetzt in den kommenden Wochen einfach versuchen, regelmäßig Updates rauszubringen, was dann auch weiteren Content beinhaltet. Also sind wir da mal gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns noch zukommen wird. Bis jetzt ist ja auch noch keiner anscheinend ein legendärer Pirat geworden, da werden wir noch ein bisschen drauf warten und vielleicht gibt es danach dann auch erst das richtig große Update. Dann bedanke ich mich beim Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.